Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Brief Edge. Wir haben in den letzten Folgen unsere Normandie zusammengebaut und sind jetzt quasi wieder zurück in der Heimat, oder? Oder sind wir... Oder warte mal, oder wo sind wir? Nee, sind wir immer noch nicht. Ich dachte, wir wären mittlerweile wieder zurück. This is it. The core. Ach so, das ist der Kern. Holy shit. Let's forget about Bane for a second. We need to look around. Ja. Und Babe haben wir herausgefunden. Ist nicht Babe gewesen. Ich weiß nicht, ob das jetzt richtige Babe ist oder keine Ahnung. Ach, schön, dieses Spiel. Right. And one of these robots is sending us messages. By the way, she doesn't have that awful accent anymore. Und was wollte ich gesagt haben? Ja, ich bin in einer neuen Aufnahmesession. Mal gucken, wie viel Folgen ich aufnehme. Wie lange es vor allen Dingen noch geht, bin ich sehr gespannt, weil wir kommen, glaube ich, dem Ende sehr nah, habe ich das Gefühl. Und ist das das Linienschiff? Geht das schon gut los? Da sind noch welche. Oha. Okay. Da sind auf jeden Fall Särge. Der Krieg der Särge! So, da sind noch zwei, wenn ich das richtig sehe. Ich hoffe, hinter uns sind jetzt keine. Der kommt, ne? Oh, da sind noch mehr. Oha. Oh, aua. Oha. Hilfe. Gott, wo ist der andere? Wo ist er? Hallo? Ist das Problem ist, man merkt man halt nicht, wenn man angeschossen wird, weil oben die Leiste halt immer nur leerer wird und das war's dann auch. So, jetzt aber. Ah, puh. So. Ist mir nämlich aufgefallen, ich hatte die Folgen so ein bisschen nachgeguckt und tatsächlich ist es so, dass man... I've never realized how incredible an artificial intelligence must be to control an entire galaxy of coffins. Jemand wollte die Särge mit dem Kern verbinden. Ach krass. Vielleicht ist das sogar geglückt. Deswegen haben die so ein Eigenleben, kann das sein? You can dock this spaceship. Ja, dock an das Spaceship an. Das machen wir natürlich. Ich habe übrigens eine neue Playlist. Beziehungsweise was heißt neue Playlist? So ein bisschen eigene Lieder, so ein bisschen reingemischt, also so eigene Auswahl. Okay. Ja, dann schauen wir mal. Luftschleuse meistern. Habe ich sogar eine Errungenschaft dafür bekommen. So, wie sieht eigentlich unser Inventar aus? Holy shit. Nicht gut. Ja, schön. Ja, das ist jetzt, Das ist jetzt richtig blöd. Holy shit. Ach, wir haben sogar so Beweise. Kann ich mal fallen lassen, Beweise. Ich würde aber jetzt nicht gerne, warte mal, pass mal auf. Kann ich jetzt einfach hier was hinschmeißen? Ich bin unschlüssig, ob ich das hier einfach hinschmeißen soll. Weil ich meine, wir brauchen ja ein bisschen Platz im Inventar, ne? So ist ja nicht. Ist doch alles, Alter, wir haben so viel... Wir haben so viele Phaser auch, ne? Warte mal, 93, 4. Ja, die können wir auch mal so langsam verbrauchen, ne? Ist das der Vierer? Ne, den Vierer nehme ich mal mit. Ich weiß nicht, was jetzt kommt. Lass uns mal überraschen. Haben wir was zu essen und zu trinken? Haben wir natürlich nicht, ne? Mist, da hat der Flexi aber in der Vergangenheit aber nicht gut vorgearbeitet. Das ist natürlich ein bisschen blöd. Egal. Wir kriegen das schon irgendwie hin.
Huch. Oh Gott. Oh, was ist das denn? Scannen. Ja, haben wir auf der 3. A charging station for old battery-powered types of spaceships. If we can build a voltage transmission unit based on this station, we can power Normandy without melting its plating. Okay. Spannungsumwandler, wie hieß das jetzt? Dekoration, Ausrüstung, Gegenstände. Spannungsumwandlungseinheit, Magnet, Alkali, Elektronik und Harz. Haben wir alles da? Ich weiß nicht, ob wir das jetzt schon brauchen. Ich guck mal eben. Untersuche die Luftschleuse, ist noch die Aufgabe. Aber da ist kein okay. What an interesting place. Start the connection, she said. I have a crazy idea, but first let's take a look around. Right, this spaceship is definitely connected directly to the core. I can't help thinking that we can use this if we put together a stabilizing unit. Okay, Stabilisierungseinheit. Okay, wir müssen jetzt ein paar Sachen, glaube ich, bauen. Ich das richtig sehe. Boah, sieht das cool aus. An ideal place for a diverting unit. Probably. Try switching that red lever over there. Ja. Yes, everything is perfect. We can connect Normandy to the core via this spaceship and activate the warp jump if we find a control post. Then we will only have to... Wait, don't you think the camera's behavior is strange? It looks like it's focusing on the airlock on purpose, as if a mob of aggressive robots is about to... Was zur Hölle? Did I do this? Did I learn to see the future and shoot lightning? I had no doubt that I was a genius. Neue Blaupause, Umleitungseinheit. Erstellung, Verbindung, Stabilisierungseinheit. Stelle, Spannung, okay. This time I'm even grateful to her. Perhaps this coffin has become so used to playing the role of a woman that it really decided to help us. Let's connect Normandy quickly and get out of here. Ja, okay, liegen ein paar Ressourcen rum. Libyen etc. pp. Lass ich mal alles liegen, wir haben ja ein bisschen was. Alter. It's so quiet. Can you hear it? Ja, ich kann's hören. You can't even imagine how nice it is when crazy artificial intelligence starts constantly mumbling at you. Puh, hab ich mich jetzt erschrocken. Okay. Open without any access codes. Although the airlock is swearing so much that it's unlikely they will open even with an access code. Okay. Gut, dann bauen wir mal eben die Sachen. Kommen wir hier lang? Bestimmt nicht, ne, oder? Nee. Gut, ich glaube, das ist jetzt nicht so das Problem. Okay, drei Sachen müssen wir bauen. Ich hoffe, wir haben alles. Ich hoffe, wir haben alles. Schauen wir mal. So, würde ich doch tatsächlich mal einmal... Ja, die Sachen wieder aufnehmen. So, dann lass mal gucken. Also, wir brauchen... Moment, wir brauchen eine stabilisierende Einheit. Da. Zweimal Aluminium, zweimal Plastik. Dann können wir das schon mal bauen. Zweimal Aluminium, zweimal Plastik. 1, 2, 1, 2. So, dann bauen wir das mal. Jetzt wird's spannend. Werkzeuge, Gegenstände, Gegenstände. So, dann haben wir schon mal die stabilisierende Einheit. So. Spannungsumwandlungseinheit. Zweimal Magnet, zweimal Alkali, zweimal Elektronik, viermal Harz. Zweimal Magnet. Zweimal Alkali. Was war das noch? Mein Gott, ich hab's schon wieder vergessen. Ist ja unglaublich. Zweimal Elektronik und viermal Harz. Zweimal Elektronik. Achso, haben wir ja sogar. Zweimal Elektronik. Hä, Moment. Habe ich doch... Ach nee, das ist ein Navigationschip. Entschuldigung, ich habe nur einmal Elektronik. Das ist Elektronik. Entschuldigung. Und viermal Harz. Wenn man ein bisschen raus ist, dann ist das immer so... 2, 3, 4. Dann... Ja, das ist immer so ein bisschen... Ne? Wenn man eine Aufnahmepause hat, dann muss man erstmal wieder reinkommen. Ich entschuldige mich dafür. So, ich habe jetzt nochmal heimlich einen Schluck Kaffee getrunken. So, Umleitungseinheit. Kompensator und Induktor brauchen wir. Oha. Ansonsten haben wir alles. Kompensator, haben wir den nicht?
Kompensator und Induktor. Haben wir nicht. Können wir aber bauen, indem wir was brauchen? Alkali zweimal veredeltes Metall. Alkali und zweimal veredeltes Metall. Haben wir? Ich glaube, wir haben alles. Wisst ihr, ich gehe davon aus, dass wir es schaffen werden. Und jetzt muss ich nochmal gucken, was wir als nächstes brauchen. Ich brauche... Ist das richtig? Ja. Ein Induktor. Metall, Plastik, zweimal Kabel. Metall, Plastik und zweimal Kabel. Gar kein Problem. Und nun bauen wir den Induktor. Ja. So. Gegenstände und dann die Umleitungseinheit. Damit haben wir alles, alle drei Sachen. Und damit ist hier auch alles voll. Wir haben hier quasi alles entdeckt. Also hier ist alles, was wir brauchen. Boah, Essen, Trinken wäre halt echt mega wichtig jetzt tatsächlich. Ich hätte nicht gedacht, dass wir uns das jetzt zur Bedrohung so ein bisschen wird. Ich gucke mich gleich mal hier um, ob hier irgendwas ist. Da ist auf jeden Fall was zu trinken. Ja, nice. Die haue ich mir direkt mal in den Balch. Jetzt muss ich nur noch was zu essen finden. Ohne Birne. Oh mein Gott. Good. With this unit, we'll have a chance of not being fried along with Normandy. Ja. So, ich brauche noch eben was zu essen. Was liegt hier? Oh, da liegt noch Batterie. Also die Ressourcen würde ich tatsächlich noch mitnehmen, bevor wir wieder abreisen von hier. Weil das sind so wichtige Ressourcen, bei die halt auch immer sehr schwierig sind zu finden und teuer sind zum Herstellen. Warte, ich baue mal hier den anderen Kram ein. Perfect. If I've calculated correctly, this unit will be able to divert the excess power away from Normandy. Okay. Was ist hier eigentlich? Hier waren wir noch gar nicht, ne? Oh, können wir was abbauen? Huch. I hope we destroyed all the coffins when we came here. Lol. Ah, hier hätten wir wahrscheinlich Ressourcen holen können, wenn wir was nicht gehabt hätten. Alter. Was zur Hölle? Holy Jesus. Ich meine, wir können ja mal einfach mal so. Apparently, Captain Shepard's shuttle is not the only one equipped with a warp accelerator. Although I thought that such resource-intensive systems are never installed on such small spaceships. We are okay. Lucky. Someone did a good job here, right under the coffin bot's noses. Oha. Ah, Lykoplasma. Mal mitnehmen. Was zu essen wäre super. Hier liegen nur Wasserflaschen rum. Vorne reinkommen wir nicht, ne? Nee, okay. Mist, hier sind nur Wasserflaschen. Egal, komm, ich... Huch. Okay, den Anzug kennen wir ja, den haben wir auch gebaut. So, pass auf, ich düse mal zurück. Mal die Spannungseinheit erstellen. Ich bin echt gespannt, wie lange das noch geht. Muss ich ganz ehrlich gestehen. Es passieren ja noch so viele Dinge. Das ist unfassbar. Ach, da müssen wir was anbauen. Okay. Ich dachte an der Tür jetzt oder so. Aber wo ist denn das, hä? Ach, da unten. Klar. Splendid. This unit won't last long, but we don't need it to. One electrical impulse to the core of Normandy will be enough. Okay. Everything is ready. Finde Luftschleuse 5A. Die ist ja da oben. Ja, schauen wir mal. Die Luftschleuse 5A werden wir bestimmt finden. Da gehe ich ganz stark von aus. Huch, wow. Boah, wie cool. Also wenn wir irgendwo was zu essen finden,
wäre ich echt dankbar. Essen macht mir wirklich Sorgen gerade so ein bisschen. Ich kann da mal eben den Schaber nehmen, mal hier so ein bisschen aufbrechen. Nein, natürlich nicht. Also im Übrigen bin ich gerade privat so ein bisschen auf der PlayStation 5, ist eigentlich ein PlayStation 4 Spiel, Stranded Deep zu spielen, auch ein Survival Game, richtig cool. Auf einer Insel so zu survivalen und halt so ums Überleben zu kämpfen, ist ein echt cooles Game, obwohl es für die PS4 in Anführungsstrichen, PS5 sehr schlecht umgesetzt ist, finde ich, von der Steuerung. Aber ansonsten ist es trotzdem immer noch ein großartiges Game. This way, apparently. Ja, wir müssen hier lang, das ist richtig. Ich komme nicht rein. Was? Sägbohrer benötigt. Habe ich. Was ich sagen wollte, ja. Tschernobyl werde ich erstmal ausfallen lassen. Also erstmal, wie gesagt, wahrscheinlich sind jetzt auch schon keine Folgen mehr gekommen. Aber nur, dass ihr da... Aber nur, dass ihr da schon mal Bescheid wisst. Das soll euch da erstmal... Ich werde erstmal Tschernobyl ein bisschen auf Eis legen. Denn wir sind... Spiel? Denn mir sind ein bisschen andere Sachen wichtiger. Oh, okay. Wie hier Breath Edge. It looks like a technical exit for servicing the liner's plating. Oh, nochmal essen. Nochmal essen. Nice. Und da möchte ich doch lieber andere Projekte weiterlaufen lassen. Ja, und eure American Truck Simulator habe ich ja sowieso gesagt, kommen nicht regelmäßig Folgen. Dann, wenn ich Lust und Laune habe, nehme ich da mal auf und so. Ne? Okay. Wir sind gesättigt. Es geht weiter. Wo kommen wir hin? Let's be careful this time. I don't want to get hit on the helmet with stick again. Great place to meet. Can we go back? No, no, no. Back is the other way. Okay, hier wird also noch gekämpft. Krass. I don't like this at all. Einfach nur zur Vorsicht. Ich bin mir nicht sicher, was uns jetzt erwartet. Einfach mal die 2 gedrückt. By the way, I've long noticed that there are very few corpses around for such a catastrophe. Where did they all go? Ja, das frage ich mich auch, wo die alle hin sind. Okay, hier kriegen wir noch einen Schaber, aber brauchen wir ja nicht eigentlich. Hier haben wir den unendlich Schaber. These seem to be the personnel cabins, not the control center. Medipack nehme ich mit. Wir kriegen so viele Medipacks hier, das ist ja verwunderlich. Was? Tomb Raider! The personnel were obviously killed a long time ago. Who was shooting who then? Was ist mit dem sein Auge? Oh, noch ein Blaster, nehme ich noch mit. Lol. Schön. Okay, so. Und noch ein Medipack. Warum kriegen wir so viele Medipacks? Das macht mir ein bisschen Sorgen. Immer wenn man bei Spielen mit irgendwas zugeschissen wird, dann passiert doch irgendwas. Ich nehme jetzt auch keine Ressourcen mit, weil wir so viel im Inventar haben. Vielleicht brauchen wir gleich noch irgendwas. Weltraum, was? Weltraum-Orks. Oh, Entschuldigung. Weltraum-Orks. Die Gefährten des Königssturms, was? Ach, schön. Ein berühmtes Spiel im Universum des großen John Tolkien. Weltraum-Orks wurde ein echter Bestseller, vor allem vor dem Hintergrund der strengen Zensur der Spieleprojekte, die fast jede Variante von Gewalt verbot. Aber aus irgendeinem unbekannten Grund genehmigen sie dieses Meisterwerk. Okay. Ah, die Konsole. Xtendo Slim. Schön. Ach, toll. Is this babe? Or is she over there? There are too many babes here and they were obviously interested in this cabin. Keine Ahnung, müssen wir gucken. Babe, bist du hier? Was ist das denn? Oh, ein Induktor, den nehme ich mit. Ein Skript?
Ich habe keine Ahnung, wie dieser Text wer diesen Text geschrieben hat oder warum, aber er gefällt mir eigentlich. Ich habe nichts davon verstanden, aber ich bin mir sicher, dass ein Haufen Hochbegabter auf ihren Konferenzen viel interessante Inspiration jedes einzelnen Worts davon gemacht hätte. The Light of You 1 Skript. Wie wirst du auf sie reagieren? Erinnerst du dich an ein Heimatland? Oder erinnert sich dein Heimatland an dich? Wer bist du in dem endlosen Gewirr der Schicksale? Du kennst die Antwort auf deine Fragen. Aber hast du mit ihnen das Universum vereinbart? Hast du keine Angst, dass eines Tages deine Fragen nicht ausreichen und die Welt sich dazu entschließt, dir die Frage zu stellen, die du nicht gestellt hast? Was wirst du tun, wenn du das Feuer der Seelen anderer Menschen heller leuchten siehst als deine brennenden Fantasie? Wenn die Galaxie dich herausfordert, könntest du so tun, als ob es dich nicht betrifft. Sie könnten weglaufen, sich verstecken und sich fürchten. Sie könnten sich selbst belügen. Aber könnten sie sich vor sich selbst verstecken? Sehen sie sich die Mauern an, die sie vor sich aufstellen. Ist es nicht an der Zeit, die Tür zur Zukunft zu öffnen? Die Zukunft, für die du dich in den Augen des Universums nicht schämen musst. Ist es nicht wert, dafür zu kämpfen? Ist es nicht wert, den Moment zu lieben, wenn du am Himmel leuchtest? Lass es kurz sein. Lass es die Augen der Leidenden verbrennen. Aber es ist so köstlich dein... Was? Aber es ist so köstlich dein? Öffne die Türen deiner Seele und trete in die Zukunft. Ergreife die Freiheit an der Hand. Bereite deine... Okay. Entweder ist es Rechtschreibfehler oder ist es so... Oder ist es tatsächlich... beziehungsweise nicht Rechtschreibfehler, sondern ganz komisch irgendwie umgesetzt oder übersetzt. Oder es sollte so sein. Ich bin mir nicht sicher. Bei dem Spiel bin ich mir nicht so ganz sicher. You can't get anything from it. It doesn't look like Babe, does it? Nee, es ist nicht Babe. Nein, wollte ich nicht. Möchte ich nicht. So. Warte mal, da war doch auch noch ein Raum, ne? Hier. Ohne Werkbank. Oha. Was ist das denn? Anerkennungszertifikat für herausragende Verdienste um das Heimatland im Bereich des Gesundheitsschutzes und der Prävention epidemiologischer Katastrophen an Alexander Kämmerlan, keine Ahnung, von Peter W. Bulat, Vorsitzender des Vorstands. Solche Papiere wurden an alle Ärzte ausgegeben, die während der 10-jährigen Epidemie im Jahre 2020 erkrankten. LOL! Sie wurden zusammen mit einer Geldstrafe und einer kurzfristigen Haftstrafe wegen ungerechtfertigter Krankheit in einer für das Land schwierigen Zeit ausgestellt. So läuft das. Wie krass, was für ein Zufall, dass das genau 2020 geschrieben worden ist, ne? So, das... LOL. Das ist schon heftig. Die Entwickler wussten das ja nicht, aber wie das jetzt passt einfach. Heftig. So, Spielzeugsoldat. Okay, Brief Edge Kern. Ein Generator nehme ich nochmal mit. Was für Arme haben wir? Babe, wo bist du? Das könnte Babe sein. There were some survivors here. Babe ist bestimmt ein Computer. Ein Hase? Ah, ich habe noch nie so ein Spielzeug auf der Erde gesehen. Ausgestorbene Tierarten sind auf anderen Planeten viel beliebter. Außerdem ist die Qualität des Spielzeugs zu gut, als dass es auf der Erde hergestellt werden könnte. Lass mich raten. Ja, kann ich machen. Interesting. You can control some of the remaining systems of the liner, including communication points. There's a lot of technical data on the core, on the module plans, and even access codes to secret compartments. Great! I'll upload the compromising evidence and try to send it via all available communication channels of the liner. And then let's find the control center. Compromising evidence uploaded successfully. I hope someone receives the signals.
Finde das Kontrollzentrum. Okay, ich würde aber sagen, wann wir das Kontrollzentrum finden, ob das in der nächsten Folge passiert oder was wir sonst noch erleben werden oder ob wir Babe vielleicht doch noch entdecken werden, das erfahrt ihr alles weitere in der nächsten Folge. Und danke fürs Zusehen. Bis dann. Tschüss.